Schaut mal, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Pflanzenführung. Wir sind in Kalenderwoche 36 und wir fangen da am Straßenrand an, weil da hat sich das Löwenmaul angesiedelt. Das schaut ein bisschen aus wie das Leinkraut, ist aber ganz was Eigenes. Aber um das geht es mir jetzt gar nicht, dass wir da jetzt irgendwie die Blüten so toll sehen, sondern es ist vielleicht schon ein bisschen ein Ruf Richtung Halloween, wenn man sowas im Garten hat und man schaut sich diese Früchte genauer an, dann, ja, wenn man jetzt so drauf schaut, sieht man es noch gar nicht. Aber ich brauche uns da mal so eine Einzelfrucht. So, da sieht man eher, da brauchen wir jetzt das zum. Da sieht man das dann schon besser. Da sind die Samen drinnen. Ihr seht diese Samenkapseln. Wo habe ich das? Das steht praktisch mit dem Maul nach oben. Nur wenn man sich das genauer anschaut, dann schaut das doch voll aus wie ein Totenkopf, oder? Also da kommt möglicherweise die Kinder irgendwie schießen, um nicht zu sagen und zu verarschen und sagen, wow, schaut, man hat da irgendwie ein Fabelwesen, einen Totenkopf gefunden. Also finde ich fantastisch, diese Samenstände oder Fruchtstände mit einer Totenkopfform. So, lege ich das da noch her. Ja, passt. Aber jetzt gehen wir weiter und wir schauen uns diesmal ein paar Bäume an, die was braune Früchte haben, so fliegende Früchte, fallende Früchte. Und zum Teil haben wir natürlich auch wieder was zum Essen dabei. Okay, ihr könnt sitzen bleiben und ich kurbel uns in den Wald. So, schaut mal, liebe Leute, fangen wir mit der Hasel an. Und ich hätte es ja schon fast ausfallen lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, was zeigt man eine Haselnuss her? Alle erkennen die Haselnuss. Und dann war es ein Zufall, dass ich gerade Nüsse sammeln war und einer fragt mich, kann man die wirklich auch essen? Muss ich gleich dazu sagen, ich habe da was vorbereitet. Das waren einfach eine Sorte der Haselnüsse, die was einfach ein bisschen ungewohnt groß sind, beziehungsweise ungewohnt länglich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann kann man vielleicht doch ein bisschen was zu den Haselnüsse sagen. Wann sind sie reif? Am besten dann, wenn sie vor allem zum Ausfallen anfangen, beziehungsweise wenn man merkt, wenn man über das ganze Schüssel da drüber geht, dass das sich ganz leicht von diesem Boden drinnen löst, dann sind sie auf jeden Fall reif. Ganz oft hat man das Pech, dass ganz viele andere Tierchen die Haselnüsse lieben, nicht nur im reifen Zustand, sondern eben zum Beispiel der Haselnussbohrer, für diese Bohrer, das sind Käfer, gibt es für verschiedenste, die Eichelbohrer gibt es, die was dann die Löcher in die Eichelfrüchte gebohrt haben, also ihr werdet es ganz oft, da hat es wahrscheinlich sogar einer versucht, seht ihr das eine Punktal, das ist wahrscheinlich nicht geglückt bei der, aber man findet ganz oft, das kennt sie sicher Haselnüsse, wo einfach ein Loch drinnen ist, wo entweder eh schon wieder ausgeflogen ist oder wo man eben sieht, da wohnt wer drinnen und da braucht man dann gar nicht versuchen, an die Frucht zu kommen, weil man weiß, das hat irgendwie ein anderer schon gefressen. Aber nicht nur die gemeine Strauchhasel, ich lege uns die da her, also nicht nur die gemeine Strauchhasel gibt es, die was bei uns hier draußen eben ganz häufig findet. Das ist da jetzt leider ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es ganz große Strauchhaselwäldchen auch immer wieder mal bei mir, was typisch ist, dass das nicht ein großer Baum ist, sondern mehrere, in der Regel oft wirklich schön pfeilgerad wachsende Einzeläste bzw. Stämmchen. Das ist typische Wuchsform für unsere gemeine Strauchhasel. Das ist oft, weiß ich nicht, wie das bei euch war in eurer Kindheit, aus die haben wir dann ganz oft Bogen gebaut und Pfeile draus gemacht und so weiter. Also das kann eben viel größer sein. Was auch typisch ist, ist das Blattwerk. Also bei alle, die was ich euch jetzt sage, die Früchte, sind die Blätter ähnlich. Was sein kann, ist, dass gerade die Lambertshasel zum Beispiel, fällt mir da ein, gibt's auch, also hat rote Blätter, wir sagen dann auch oft Bluthasel dazu. Und was jetzt auch schon wieder toll sehbar ist, und das können wir bei allen Bäumen eigentlich anfangen zum Beobachten, dass eben die Knospenanlagen schon da sind. Das, was da umeinander steht aus Knospenanlage, werden dann die männlichen Blüten sein. Die Hasel gehört mit zu den ersten, die was im Jahr wieder blühen. Und die weiblichen Blüten, die sind in die Blattknospen mit angelegt. Die sind ganz unscheinbar. Die schauen dann nur als rote Fädelchen raus, wenn das Ganze losgeht. Also da muss man genau schauen, dass man das als weibliche Blüte dann auch wahrnimmt. Und jetzt schauen wir sie das ein bisschen an. Also,
Es gibt eben nicht nur die gewöhnliche Strauchhasel oder Baumstrauchhasel. Es gibt ganz oft, wie jetzt bei uns zum Beispiel an Straßen, an vielbefahrenen Straßen sogar, die Baumhasel gesetzt finden. Die wächst aus Baum, hat aber auch genau solche Fruchtnester und Früchte. Ich finde halt bei mir auch nie auch die, was dann auch wirklich eine Frucht drinnen haben, die was entwickelt sind. Aber die Baumhasel ist eben sehr schadstoffverträglich, darum wird es oft gesetzt. Und dann wird es ganz oft im siedlerischen Gebiet verschiedene Nusssorten gesetzt finden. Zum Beispiel diese längliche ist die Websbreisnuss, heißt die. Die hat super große Früchte, hat unter Anführungszeichen einen Nachteil, die fällt schwerfällig aus. Seht ihr, also da sind die Früchte in diese langen Fruchthäute eingehüllt, dass das einfach rausfällt. Ist nicht so einfach wie bei unserer normalen Strauchhasel. Aber wenn das reif ist, wieder dasselbe Spiel, dann kann man da drinnen ein bisschen rütteln. Mal schauen, mit einer Hand ist das jetzt natürlich ein Wahnsinn. Da ist es jetzt schön gegangen. Und dann geht das auch schön raus. Dann gibt es eben so Haselnüsse, die was so, die hat zwar ein grünes Laub gehabt, aber diese Fruchthäutchen und Hüllen sind ein bisschen rötlich, aber auch genau so. Da, die Fruchtform, die ist viel spitzer. Ah, das ist natürlich eine essbare Hasel. Und das ist zum Beispiel, ja, schaut mal, also diese Fruchtstände, die sind schon richtiger Traum. So riesig, wie das Ganze ist. Die ist noch nicht ganz reif, weil die geht jetzt noch nicht schön und leicht raus. Zumindest nicht mit einer Hand. Aber zum Glück, schaut's, also, wenn man sich das nebeneinander hält, gewöhnliche Strauchhasel, und das ist eben eine Sorte, die was bei uns jetzt nicht direkt im siedlerischen Gebiet angebaut war, sondern so eine Begrenzung, was einmal am Rand von einer Großsiedlung angesetzt worden ist, aber praktisch halb wild steht. Und so darf man sich eben nicht verunsichern lassen, wenn es so verschieden gestaltete Haselfrüchte gibt. All die kann man nutzen und essen und knacken. Manches, gleich dazu gesagt, auch wenn das solche Riesenfrüchte sind, es ist oft gar nicht so ein großer Gewinnpunkt auf Fruchtfleisch sozusagen. Oft sind die recht dickwandig und haben dann nochmal die direkte Nuss, nochmal eine große, eine schwammige Umhüllung. Also oft ist auch in so einer kleinen Nuss genauso viel Frucht drinnen wie in einer großen Nuss, beziehungsweise prozentual oder auf die Größe runter reduziert, ist nicht immer ein Gewinn, diese großfrüchtigen Geschichten. Ja, jetzt haben wir gedacht, muss ich dann doch jetzt sagen, dass es echt traut. Alles, was irgendwie nach Haselnuss ausschaut, kann man ruhig einmal aufknacken und schauen, ob nicht eine Nuss drinnen ist und das ermampfen. Gut, ihr könnt sitzen bleiben und ich schaue, ob es noch was zum Herzen gibt, wo ich mir ja sicher bin, weil der Herbst steht ja ins Haus. Schaut, was jetzt da wieder häufig auffälliger in Erscheinung tritt, sind die Hopfendolden. Das ist die Frucht der weiblichen Hopfenpflanze. Der Hopfen gehört zur Familie der Hanfgewächse. Und so wie unser Hanf, beziehungsweise für die, die auf die Wirkung unterwegs sind, da sagt man ja, als Cannabis ist das Ganze zweihäusig. Das heißt, es gibt Herr- und Frau-Hopfenpflanzen, die was getrennt unterwegs sind. Beim Hopfenanbau fürs Bierbrauen, wie beim Anbau von Cannabis für die Blütengewinnung, für Medizinalanwendung oder Rauschanwendung, ist es so, dass versucht wird, dass Männer und Frauen nicht zusammenkommen. In Hopfengebieten, also wo der Hopfen angebaut wird für die Bierbrauerei, gibt es eine Vernichtungspflicht für männliche Hopfenpflanzen. Also wenn da irgendwo eine männliche Hopfenpflanze auftaucht, wenn das interessiert, wie das ausschaut, gibt es Fotos auf der Homepage, dann muss das Ganze ausgerissen werden. Weil es sollte verhindert werden bei Hanf wie beim Hopfen Anbau, dass sie Samen bilden können. Wenn man sich da so eine Frucht anschauen, in diese Schuppen, also das, was eben diese auffällige Form dieser Hopfendolden erzeugt,
in diese Schuppen bzw. an derer Basis, Moment, das mache ich uns jetzt mit dem Zoom, da werden wild heraus, weil da hat es ja Männer gegeben, da werden die Samen entwickelt werden. Und wenn man das da jetzt schon, sieht man das ein bisschen, dass da so ein bisschen ein gelbriges Pulver zum Sehen ist. Mal schauen, ob ich das noch irgendwo noch besser, es hat geregnet, das macht sich halt fest. Ja, aber man sieht, seht ihr das, da ist so ein bisschen ein gelbriges Pulver zum Sehen. Das ist das Lupulin. Das Lupulin ist eben der Hauptwirkstoff vom Hopfen, der was eben beim Bierbrauen gewünscht wird und der was auch diese beruhigende, appetitanregende Wirkung erzeugt. Also, wenn ihr jetzt da heraußen so einen Hopfen findet, er ist wahrscheinlich wenig geeignet, weil durch das, dass er befruchtet worden ist, wird das Ganze recht bitter. Auch wenn Bier eigentlich bitter ist, ist der Hopfen, wenn der zusammen ans Lage kommt, viel zu bitter zum Bierbrauen. Aber was probieren könnt, ist einen Tee draus machen, weil das Lupulin wird ja dennoch ausgebildet. Ihr könnt es auch so einfach einmal kosten, aber es ist halt wirklich bitter. Beziehungsweise meine Holde Lady ist recht eine dekorationswütige, wenn ich das einmal so sagen darf. Und die hat recht erfreut mit diesen Hopfengeschichten, weil man es natürlich auch fesch in Kränze oder in irgendwelche Herbstdekos mit einflechten kann. Ja. Also, das Wichtige, zweihäusig, Männer und Frauen, männliche Blüten habe ich jetzt natürlich nicht mehr da, die sind längst ausgestaut, da eben Fotos schauen und eben das sind die Dolden, in dem Fall befruchtet und in die Hopfenanbaugebiete wird da einfach geschaut, dass da nicht zu einer Befruchtung kommt, dass da drinnen keine Samen gebildet werden. Gut, dann schauen wir wieder, in Holunder haben wir ja letztens schon gesehen, heuer ist bei mir überhaupt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, die Brombeeren sind so gut wie ausblieben, also die haben ganz spät angefangen, das zum Reifen anfangen und nur wenige sind reif geworden. Habe ich so noch nie erlebt. Und auch der Holunder ist heuer wirklich ganz eigenartig. Also fällt eigentlich bei mir da so ziemlich aus, dass man wirklich sagt, es zahlt sich aus, dass man ernten geht. Aber gut, so dreht sich die Natur und unsere Welt. Gut, wie gesagt, ihr dürft sitzen bleiben. Schauen wir, was es dann so zum Herzen gibt. Also schaut's, liebe Leute, da ist noch nichts mit Früchten und ich muss dennoch herzagen, weil es ist eine sehr auffällige Geschichte und ich werde es bei uns, da hinten steht übrigens nur einer, ich werde das immer öfter sehen und am auffälligsten ist das Ganze, wenn es losgeht. Das ist eine sichere Pflanze im zweiten Lebensjahr. Im ersten, da werden sie noch gar nicht so groß, aber im zweiten geht es dann los, dass sie so richtig anfangen zum Schirm. Um was geht's? Das ist ein Blauglockenbaum. Auch aus Paulonie bekannt und wird bei uns zum Teil gewerbsmäßig in Plantagen angesetzt, weil extrem schnellwüchsige Pflanzen. Im ersten Lebensjahr ist es wird so 20-30 cm Pflanze und mit den Blättern sind schon ähnlich, aber dann geht's los, das kann dann pro Jahr bis zu 2 Meter zulegen, also das kann echt anschirmen, besonders die ersten Lebensjahre dann. Und auffällig ist einfach dieser schnürgerade Wuchs zu Beginn und diese großen Blätter. Also die Blätter können ja nur größer werden wie das, was ich da jetzt habe. Aber es wird euch immer öfter auffallen, darum sei es kurz erwähnt, was das ist. Blauglockenbaum, bei uns wird es auch oft in die Städte und im Park sehen, weil sie einfach so einen schönen Blütenstand haben. Und bilden dann Kapselfrüchte aus, wo ganz viele kleine Fliegersamen drinnen sind, also Samen mit ein bisschen Häutchen rundherum. Und drum verstrahlt es mittlerweile auch bei uns in die Natur raus. Das ist ein bisschen in Beobachtung sogar, ob es denn nicht ein problematischer Neophyt werden kann. Er kommt ursprünglich aus China, also ist bei uns so gesehen nicht daheim. Ist auch relativ frostempfindlich, aber eben nicht so, dass er bei uns dann sterben würde im Winter. Aber gerade bei jungen Exemplaren kann es sein, dass dieser Ersttrieb noch mal abfriert, aber dann schirbt er trotzdem im zweiten Jahr brav an und kann noch was werden. Also wenn sowas trefft und dem begegnet, wird es immer öfter eben sehen, dann wisst ihr, aha, das riesige Zeug da mit diesen großen Blättern ist der Blauglockenbaum. Schaut mal, ich bin gerade auf der Suche für einen Pflanzensteckbrief nach einem schwarzen Nachtschatten
und bin da dort, wo man zum Nachschauen hat, so eine Ruderalstelle, wo im Vorjahr alles weggeschlägert worden ist, dort wächst er gern. Und da wächst aber auch was anderes, was ich schon ein bisschen hergesagt habe. Wir haben den Ampferknöterich schon gesehen und Knöteriche gibt es viele. Das da könnte der milde Knöterich sein, da bin ich mir aber letztbestimmungstechnisch gar nicht so sicher, weil die sind sich alle ziemlich ähnlich. Aber da bin ich über wen gestolpert, da macht der Geschmackstest dann einfacher mit der Bestimmung, nämlich der Wasserpfeffer. Wasserpfeffer, das sagt der Name schon, mit Pfeffer, da ist Name Programm. Wenn man da die Blätter kostet, wird man ziemlich schnell feststellen, ich meine, das muss man schon ein Eichel kauen und dann muss man schauen, dass die Flüssigkeit, die was beim Kauen entstanden ist, auch wirklich die Zunge benetzen darf. Aber dann wird man merken, aha, ja, tatsächlich Pfeffer. Also der ist wirklich scharf. Aber was man machen kann bei den Knöterichen, nochmal ein Tipp, da kann man ruhig anfangen zum Hinschauen, nämlich diese Blattscheiden. Die werden immer da als Bestimmungsmerkmal hergenommen. Der Wasserpfeffer hat wann dann ganz fein behaarte Blattscheiden. Das sieht man da fast, ganz leicht sieht man, dass da ganz leichte Härchen nach oben stehen. Im Vergleich, dass man da weiß, von was der Mann jetzt dreht, ist da Kunst der milde Knöterich sein und der milde Knöterich hat viel eine größere Bewimperung bzw. eine Behaarung bei diesen Blattscheiden. Schauen wir mal, wo man das noch gut sieht, da sieht man das jetzt super. Seht ihr das? Also da stehen wirklich nur merklich erkennbare Wimpern bzw. Haare bei diesen Blattscheiden weg. Und das schaut man sich immer an bei diesen Knöterichgeschichten. Nur andere Merkmale, ganz schwierig macht es die Blüte, weil die kann oft eben weiß-grünlich sein oder auch rötlich-rosa. Und das bei dieser und bei jener Art kann beides immer vorkommen. Das kann beim milden Knöterich so sein, das kann beim Ampferknöterich so sein. Also das ist ein bisschen schwierig mit einem alleinigen Merkmal. Aber der Wasserpfeffer, kosten würde man so und so alle dürfen, weil ungiftig. Nur beim Wasserpfeffer merkt man tatsächlich, dass er eine pfeffrige Würzleistung bringen kann. Also ein Tipp, wenn ihr sowas seht, einfach mal ein bisschen dran lutschen, unter Anführungszeichen, und ihr werdet wissen, ob ihr den Wasserpfeffer entdeckt habt. Beim Wasserpfeffer ist es überhaupt leicht, weil je öder das er wird, desto röter werden auch die Stiele. Das muss eben am Anfang nicht so rot sein, aber das rötet immer nach und nach und das erkennt man doch dann ziemlich gut. Ja, und das nur schnell ein Reinstreuer, bevor wir wieder Bäume weiterschauen, weil er mir gerade in den Mund reingekupft ist. So nahe, liebe Leute, noch halb kein weiterer Baum. Es hat sich wieder was ergeben zum Einstrahlen, nämlich da sind Traumexemplare vom schwarzen Nachtschatten. Nachtschattengewächse, wissen wir giftig. Wir haben natürlich auch essbare Vertreter mit unseren Tomaten, Kartoffeln und Co. Nur da wissen wir, wann wir was essen dürfen. Bei ihm ist so, dass die Giftigkeit nicht, also sie ist unumstritten, aber die Aussagen, was denn wie giftig ist, sind verschieden. Es gibt sogar Berichte, dass das Laub verwendet wird, aber dann mit Kochen in Milch und immer wieder wegleeren, die Milch und das Kochwasser und. Also das würde ich sagen, fällt aus. Aber die Früchte, und da streitet sich nicht einmal die Literatur arg, wenn die ganz reif sind, sind sie als minder giftig bzw. ungiftig beschrieben. Und das ist ein bisschen wie so kleine Tomaten, also von der Füllung und vom Geschmack. Also das darf zurück kosten. Und das muss man auch dazu erzählen, wenn man das herzeigt. Es gibt auch ganz viel Saatgut zum Kaufen für Pflanzen, die was dem Ganzen wirklich sehr ähnlich schauen. Das Ähnlichste ist wahrscheinlich die Wunderberry oder Wonderberry bzw. Sunberry oder Schwarzenbeere bekannt. Die schaut wirklich eins eins so aus, hat auch dasselbe Phänomen, dass eigentlich unreif, giftig ist und erst die reifen Früchte genutzt werden dürfen. Und da sind die Früchte ein bisschen wohlschmeckender bzw. süßlicher. Blöd ist halt, weil man diese Schwarzenberry, also die Wonderberry, ist auch so ein genannter Erbgutstrauch. Manchmal kriegt man den oder hat man den von einem Nachbarn geschenkt gekriegt oder von irgendeinem Verwandten, der was das gehabt hat und gesagt hat, geh, schau, bau dir den an.
Und wenn man da Unwissenheit hat, dann weiß man gar nicht, vielleicht hat uns der damals auch einen schwarzen Nachtschatten gegeben statt der Wanderberry. In echt ist wurscht, weil reif wie unreif reif sind sie eh beide ungiftig bzw. bis mindergiftig. Man kann es dann schon feststellen, wenn ihr euch einen DNA-Sequenzer daheim aus dem Keller holt und das Team anruft, das angeflogen kommen, die was das Gerät bedienen können, dann könnt ihr Genanalyse machen und ich würde es eben feststellen, dass die Wanderberry diploid ist und der schwarze Nachtschatten, den was wir da sehen, also Solanum nigrum, ist hexaploid. Also da gibt es 6 Chromosomensätze und bei der Wanderberry würde jetzt nur 2 Chromosomensätze finden. Aber wie gesagt, sein DNA-Sequenzer findet man ja selten, weil er wieder irgendwo verrammt ist. Also das muss man wahrscheinlich ausfallen lassen. Ja, und da, es ist soweit, es ist eine Kurztagspflanze. Mist, was du okay, und so habe ich jetzt gleich auf. Schauen wir mal, ob da schon Knoll zum Herzhang sind. Es geht um einen Topinambur. Schaut der Haufen, auf dem ich da eben stehe, da macht die Straßenmeisterei, schert da immer wieder mal Hügeln auf und voriges Jahr wollte ich auch da einen Topinambur filmen. Nur dann haben sie wieder alles weggeschert gehabt und war nichts mehr über. Jetzt sind wir sogar noch ein bisschen bald. Ist eben so eine Kurztagspflanze, heißt, der fängt erst zum Blühen an, wenn die Tage wieder merklich kürzer werden. Aber was er eben macht, wir sehen da zumindest schon Ansätze, er bildet bei seinen Wurzeln diese Knollen. Und die schwellen nur auf jeden Fall um einiges mehr an. Und ihr kennt sie ja, Topinambur gibt es sogar zum Kaufen. Da gibt es aber Sorten. Also nicht jeder Topinambur entwickelt schön große Knollen oder gleich schmeckende Knollen, aber vom Ansatz her sieht man das Ganze da schon und man sieht auch, wo sich das rausentwickelt. Also das da ist eine Knolle gewesen, die was da im Vorjahr wahrscheinlich überblieben ist und daraus hat sich praktisch diese stattliche Pflanze entwickelt. So, da Topinambur. Ich merke mir das einfach und wenn wir Glück haben, schert die Straßenmeisterei das nicht wieder weg. Und dann können wir ja da wirklich in ein, zwei Monaten, also Ende Oktober, nochmal nachschauen. Und möglicherweise sieht man dann da schön große Knollen. Die sind einfach wirklich auch lecker zum Essen, auch schon so jung. Und das Problem ist, dass neben Stärke einen Haufen Inulin eingelagert haben. Inulin ist super für unsere Darmbakterien, aber wir sind es in der Regel nicht recht gewohnt, zumindest nicht in größeren Mengen. Und es ist ein Ballaststoff, das heißt, man wird recht viel pupsen, wenn man zu viel davon erwischt. Aber macht ja nichts, gut gepupst, deshalb gewonnen. Ja, aber ich freue mich, dass da stehen. Ich hoffe, ich habe das Glück, dass die da noch länger stehen und die hier jetzt auf zum Ausreißen, weil die sollen ja noch wachsen können. So schaut's, jetzt haben wir doch auch endlich wieder einen Baum zum Herzhang und ich hoffe, dass ich jetzt dann seinen großen Bruder oder Schwester, wie man es dann nennen will, auch noch herzhang kann in der Tour. Nämlich da haben wir die Sommerlinde und wenn man die Sommerlinde herzagt, muss man auch fast die Winterlinde auch herzagen, weil sie lassen sich gut unterscheiden von den Blättern, das habe ich schon gesagt, und auch Blüten, wie es soweit war, aber eben auch von den Früchten. Ich habe da das Glück, dass da Ausschläge gibt am Stamm, das heißt, die kann man da so und so nicht auf, auch wenn es ein kleines Exemplar ist, da wachsen so Äste dran und da komme ich jetzt locker zu den Früchten dazu. Ihr seht, so wie bei der Blüte, dieses Tragblatt ist noch dran, das Ganze dient dann auch einfach als Schirmflieger, also wenn das Ganze vom Wind kalt wird, kann es mit dem doch ziemlich gut fliegen. Das zeigt schon mal, das müsst ihr euch vielleicht noch genauer anschauen bei den nächsten Touren, dass ich das einmal gut erwähne, was sind denn die verschiedenen Verbreitungsstrategien. Aber kurz gesagt, gefressen werden und wieder ausgeschieden werden, plumpsen und versteckt werden und fliegen. Also das sind wahrscheinlich eh diese drei Hauptstrategien. Die Sommerlinde, nicht nur, dass wir es an die Blätter gut erkennen, dass jetzt, wo es alt werden, wird das schon ein bisschen schwieriger, aber das Grün ist auf der Oberseite und Unterseite gleich grün, zumindest nicht extrem unterschiedlich. Winterlinde ist fast ein bisschen
blaugrün auf der Unterseite und viel rutschiger und glatter wie die Sommerlinde. Und die Sommerlinde, das ist jetzt toll, weil das funktioniert eben nur zu Beginn des Jahres. Aber der Sommerlinde sagt man, dass diese Achselbärtchen, das sind diese Haare da, in diese Härchen da, die was man da ganz gut sieht, weiß sind, bei der Winterlinde sind sie braun. Und das stimmt eben im Herbst dann nicht mehr so, weil da sind dann beide braun. Also Sommerlinde bräunen die Härchen noch. Aber das macht gar nichts, wir haben ja die Früchte zur Verfügung. Und das ist ganz einfach. Schon optisch sieht man es, ob Sommerlinde ist oder Winterlinde. Die Sommerlinde hat nicht kreisrunde Früchte, sondern seht's, da sind solche komischen Wulste, also so Striche, so Erhebungen. Sieht man das? Und neben dem, das Ganze ist sauhart, also ihr könnt das nicht zusammendrucken. Da drinnen war der Samen, also der ist sogar ziemlich gut essbar, wenn man reinkommen. Also das ist ziemlich eine undankbare Arbeit, ich habe das einmal ein Echtel ausprobiert. Aber das kann man nicht zerquetschen. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zur Winterlinde. Ich fahre uns nachher eine an, ich weiß eh, wo eine steht. Die haben kleinere Früchte, die sind ganz glatt oder nur angemutet, dass man da so ein Muster sah hat. Und die sind zerdrückbar. Also, ja. Aber, ja, die Linden reifen und die sind eben auch von den Flieger, wenn da der Wind geht, können sie mit einem Tragblatt halbwegs gut fliegen. Gut. Dann, ihr dürft sitzen bleiben und die radelt uns noch weiter. Schaut, da habe ich jetzt eine Winterlinde gefunden für Ortskundige. Ich bin in der Nähe von St. Florian. Ah, da ist ein Stift, das ist das, was man da sieht. Aber es sollte ja um die Winterlinde gehen, dass wir einen Vergleich zur Sommerlinde haben. Ich muss einmal schauen, wo ich da jetzt gut hinkomme. Da drüben das war. Weil, Strecken. Ich komme gerade drauf, ich werde mir gleich nochmal strecken müssen, weil wir brauchen ja dann das Zoom. Das, was man jetzt schon schön sieht, was da auffällig ist, dass es viel mehr Früchte drauf gibt, ist ja schon in der Blütezeit so, dass tendenziell die Winterlinde viel mehr Blüten hat wie die Sommerlinde. Und was man auch sieht, von einer wilden Karde. Die Blattrosette, das schauen wir sich schnell an. Seht ihr, da sieht man das Stachelige, was dann die Karte ja auch behalten wird, wenn es dann im nächsten Jahr groß wird. Und das schaut so genoppt aus. Also wilde Karte erkennt man sofort. Schaut. Und das sind eben diese Einzelfrüchte von der Winterlinde. Ein bisschen groß machen. Und da sieht man, da gibt es eben diese Striche nicht, die was an dieser Fruchtwand entlang auslaufen. Und wenn ich da jetzt drücke, dann kann es zerquetschen. Seht ihr, das ist aufgequetscht. Da drinnen sieht man den Samen. Da wieder dasselbe. Also die sind quetschbar. Das ist ein großer Unterschied eben zur Sommerlinde. Schaut, wie viele Früchte das da drauf waren. Und weil ich gesagt habe, schaut, das mit den Blättern schauen wir sie noch an. Da sehen wir, da kommen wir es zu mir raus, ne? Da sehen wir, dass diese Blattunterseite, das ist fast blaugrün, Oberseite anderes Grün, also das ist ein großer Unterschied zur Sommerlinde. Und das Ganze ist rutschiger, also viel glatter wie die Sommerlinde. Ja, das ist eine super Sache. Gefliege und Geplumpse mit den Früchten, das schauen wir sich eben dann für die nächsten Touren wieder ein bisschen an, was da alles so zum Runterplumpsen anfängt. Ja, ich glaube, ich sage für heute Baba, wir sehen Sie dann in Kalenderwoche 37. Ja, und da haben wir eh schon was. Da wird es plumpsert werden. Also das sind Kastanien, die sind Plumpsfrüchte. Aber ja, dazu mehr beim nächsten Mal. Okay, für dich.